Die Welt gehört in Kinderhände. Das ist das aktuelle Jahresmotto bei Fröbel. Das Ziel? Mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf die Rechte der Kinder zu lenken und vor allem Kindern eine Stimme zu geben, damit sie ihre Gegenwart und Zukunft aktiv mitgestalten können. Kinder interessieren sich für soziale Fragen und Themen von Natur und Umwelt. Und Kitas bieten als Bildungsorte einmalige Chancen, nachhaltige Entwicklung in der Gesellschaft voranzubringen. Auf dem 10. Plenum Frühpädagogik von Fröbel und der Stiftung Haus der kleinen Forscher am 3. September im World Conference Center in Bonn, dem Alten Bundestag, ging es um nichts Geringeres als die Zukunftsfrage. Wie können Länder und Kommunen Kitas auf dem Weg zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung unterstützen und wiederum von wertvollen Impulsen aus den Bildungseinrichtungen profitieren? Henrike Ortmann und ich waren vor Ort und haben die spannenden Debatten verfolgt. Ja, fangen wir doch am Anfang an. Katja Dörner, sie ist seit November letzten Jahres Oberbürgermeisterin in Bonn, hat mit einem tollen Grußwort die Veranstaltung eröffnet. Wo sieht sie denn die Verknüpfung von Kita und Kommune bezogen auf Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung, Johanna? Ja, sie ist ganz konkret auf den Klimaschutz eingegangen, denn das Thema ist mittlerweile auch auf kommunaler Ebene recht präsent. Es geht nämlich um die Frage, wie man die Kinder vor den Folgen des Klimawandels jetzt schon schützen kann. Und beeindruckt war sie davon, wie vielfältig das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung im Fröbel-Kindergarten Flügelnuss umgesetzt wird. Dort war sie nämlich vor kurzem zu Besuch, weil das Team dort, wie sie sagt, total selbstverständlich die Thematik aufgreift und mit ganz einfachen Mitteln hochkomplexe Sachverhalte mit den Kindern bespricht. Und außerdem hat die Kita auch eine wirklich sehr schöne und ganz besondere Raumgestaltung aus nachhaltigen Materialien. Und diese Art von kreativen, baulichen Lösungen werden auch in Zukunft immer wichtiger. Im Sommer ist es beispielsweise sehr heiß in den Gebäuden, sodass ein Aufenthalt in manchen Kitas durchaus fast gesundheitsgefährdend werden kann. Das gilt besonders, das berichten mir die Erzieherinnen und Erzieher aus den Einrichtungen, bei Schlafsituationen von kleinen Kindern, wenn man Raumtemperaturen über 30 Grad hat, die ja auch keine Seltenheit sind, dann besteht da aus meiner Sicht wirklich auch Handlungsbedarf. Es braucht innovative und auch kreative Lösungen, um die Raumtemperatur dem Raumklima bzw. das Raumklima so anzupassen, dass die Kinder und auch das Personal eben nicht gefährdet werden. Und da die baulichen Voraussetzungen in den Kitas, Sie wissen, dass alle sehr unterschiedlich sind, bedarf es da auch individuelle Konzepte, in die man auch die Außengelände einbeziehen muss. Stichwort Handlungsbedarf. Wo sieht denn Joachim Stamm Möglichkeiten zur Zusammenarbeit von Kitas und Kommunen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht? Als Minister für Kinder und Familie in Nordrhein-Westfalen vertritt er ja die Landesebene und die ist für die Bildungspläne in den Kitas zuständig. Also eingangs machte er nochmal ganz deutlich, dass spätestens die Pandemie und auch die Folgen des Lockdowns für Kinder ja gezeigt hätten, welch hohen Stellenwert die frühe Bildung hat. Und welche Rolle sie beim Thema soziale Teilhabe und gerechtere Bildungschancen eben spielt. Also ein ganz wichtiger Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit. Gute Kita-Qualität steht und fällt mit den pädagogischen Fachkräften und daher seien bessere Rahmenbedingungen, bessere Qualifikationen und auch eine Aufwertung des Berufs unbedingt notwendig. Und das Thema BNE sieht er ganz klar als notwendigen Baustein der Bildungsarbeit, um Kinder eben zu befähigen, ihre Zukunft mitzugestalten. Dem Klimawandel können nämlich seiner Meinung nach nur technische Innovationen entgegentreten. Und ja, Bildung und Innovation sind, so Stamm, die wichtigsten Rohstoffe in Deutschland. Und daher sei ein frühes Fördern dieser kindlichen Neugierde und des Entdeckergeistes ebenso wichtig. Meine Damen und Herren, was Kinder in ihren ersten Lebensjahren lernen, das ist bekanntlich von entscheidender Bedeutung für ihren künftigen Lebensweg. Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, ist dabei ein Leitprinzip. BNE hilft, die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen zu reflektieren und einen selbstbestimmten Beitrag zur Lösung zu finden. Wir sehen zum Beispiel ganz deutlich, welche große Bedeutung der Strukturwandel im Rheinischen Revier, ja hier ganz in der Nähe, hat. Und hier kann BNE ganz konkret helfen, die Relevanz von Innovationen und Technologien herauszustreichen, um mit dem absehbaren Ende der Kohleverstromung nicht einen Schritt zurück, sondern eben einen Schritt nach vorne zu machen, in ein neues Zeitalter mit nachhaltigen Energiesystemen und neuen Chancen für die Menschen und die Umwelt. Wenn BNE
dabei an die konkrete Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen anknüpft, dann kann jungen Menschen der Spaß an Technik vermittelt werden, der zu diesem Fortschritt führt. Die kindliche Neugierde und Begeisterungsfähigkeit, die wir alle in unseren Einrichtungen tagtäglich erleben, diese Neugier und Begeisterungsfähigkeit für Natur und Umwelt, soll genutzt werden, um Kinder für einen achtsamen Umgang mit der Natur zu sensibilisieren. Im anschließenden ersten Talk ging es darum, Bildung für nachhaltige Entwicklung, also kurz BNE, näher zu definieren und zu umreißen. Fröbel-Geschäftsführer Stefan Spieker und Michael Fritz, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Haus der kleinen Forscher, diskutierten die Frage, ob BNE einfach nur ein Buzzword sei, also ein vorübergehender Trend, oder ob darin eine echte Chance für Kitas und Kommunen liegen würde. Sowohl Fröbel als auch die Stiftung Haus der kleinen Forscher haben sich BNE ganz oben auf die Agenda geschrieben und arbeiten daran Hand in Hand. Wo stehen wir denn im Moment beim Thema BNE in der frühen Bildung? Stefan Spieker schilderte am Beispiel Demokratiebildung, bei der es ja um soziale Nachhaltigkeit geht, welche harte Bretter hier noch gebohrt werden müssten. Viele Politikerinnen und Politiker auf den unterschiedlichsten Ebenen seien häufig völlig überrascht, dass junge Kinder schon Interesse an politischer Mitbestimmung und eben Demokratieprozessen haben. Naja, und die Verwaltung und Bürokratie beschleunigen jetzt auch nicht gerade die Prozesse. Also es gäbe schon ganz viele Projekte, er hat da ganz tolle Beispiele erwähnt, eins aus dem Düsseldorfer Landtag, aber das ist eben noch nicht in allen Bundesländern und allen Kommunen so. Und er sieht die Pandemie schon als Auslöser für einen derben Rückschlag, weil jetzt viele Kontakte erst wieder neu aufgenommen werden müssten und unterbrochene Projekte erst ganz langsam wieder starten können. Das, was in der Vorphase gelebt wurde, dass die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände halt Vorschläge gemacht haben, dass Träger einbezogen wurden, dass Träger als Akteure der Zivilgesellschaft gesehen wurden. Die haben ja alle auch ehrenamtliche Beteiligte dabei, Vorstände, Aufsichtsräte, Ehrenämter. Das soll ja in die Gesellschaft reinwirken. Und dieses Miteinander, dieses Einbringen von Konzepten aus unserem Bereich muss wieder stärker werden. Das muss, glaube ich, wieder richtig geweckt werden. Weil Politik kann nicht aus sich heraus die Konzepte entwickeln. Da muss dann halt Diakonie, Caritas, müssen Gewerkschaften, müssen Träger Ideen vorlegen. Das ist der Bereich nachhaltige Entwicklung. Das ist insbesondere der Bereich Digitalisierung in der frühen Bildung, wo noch viel zu tun ist, viel Luft ist. Und das ist das Thema Demokratiebildung. Wir sind ja alle aufgeschreckt, was in der letzten Zeit wie AfD, Querdenker und Co. aus dem Boden geschossen sind und wo man, glaube ich, sehr, sehr früh sensibilisieren muss, wie funktioniert Demokratie, was ist wichtig, was ist erhaltenswert. Und wir erreichen die Familien besser als Schulen. Und Michael Fritz brachte ein total schönes, sehr bildhaftes Beispiel, wie gelingende Partizipation und Demokratiebildung in der Kita aussehen kann. Es war kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres. Die Kinder sitzen beim Mittagessen und zum Nachtisch gibt es einen Pudding. Und auf dem Pudding, jedem Puddingschälchen, ist eine halbe Erdbeere drauf. Kurz vor Weihnachten. Und ein Kind fragt, und es ist verwirrt, hä, wo kommt denn die Erdbeere jetzt her? Bei uns zu Hause im Garten wachsen die jetzt nicht mehr. Und daraus wurde eine Frage, wo kommt die Erdbeere her? Und die sind dieser Frage, also tolle Erzieherin und Erzieher in dieser Kita, die sagen, ja, dann gucken wir mal nach, wo kommt die her? Wieso ist die da drauf? Und die sind der Spur nachgegangen, also wo kommt denn jetzt der Pudding, wo kommt diese Schale her? Das hat der Caterer gebracht. Und da sind sie zum Caterer gegangen und gesagt, ja, warum hast du uns da eine Erdbeere drauf getan? Und der hat gesagt, naja, ich habe hier einen Vertrag mit der Kommune. Und da sind sie zur Kommune gegangen und gesagt, ja, kann man den Vertrag verändern? Steht da drin Erdbeeren kurz vor Weihnachten? Nee, steht nicht drin. Also haben sie quasi einen runden Tisch eingerichtet, sind mit der Kommune und mit Caterer ins Gespräch gekommen und haben vereinbart, also uns reicht es, wenn kurz vor Weihnachten ein Apfelschnitz drauf ist. Und so Juni, Juli freuen wir uns über die Erdbeere. Und ich finde, das ist so, für mich so ein Mikrobeispiel von, hier haben Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren Kommunalpolitik betrieben. Ja, hier wurde Kindern ganz klar eine Stimme gegeben und sie haben erfahren, wie Mitwirkung und Mitgestaltung aussehen kann. Dass sie tatsächlich Entscheidungen beeinflussen können und sich so für ihre bessere Zukunft einsetzen können. Das ist doch ungeheuer motivierend. Ja, absolut. Also das ist wirklich ein tolles Beispiel für gelingende BNE. Und das fand auch Nadine Thunecke von der UNESCO, die dann in ihrem Impulsvortrag nochmal auch darauf einging, dass gerade bei den Kleinsten das Lernen zu handeln den Unterschied macht. Und die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen von 1989, die besagt unter anderem, dass Kinder eben ein Recht darauf haben, ihre Persönlichkeit frei zu entfalten. Und das umfasst das Recht auf eine intakte Lebenswelt. Und Erwachsene, also wir, müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, die einfach notwendig sind, dass Kinder lernen können.
In der frühkindlichen Phase, das heißt von 0 bis 6 Jahren zum Beispiel, entwickeln sich Kinder ganz besonders stark sozial, emotional als auch kognitiv. Sie erleben in kleinen Handlungen große Wirkung. Das haben wir gerade an dem Beispiel mit der Erdbeere schon sehr eindrücklich gehört. Oder wenn man zum Beispiel aus Resten neue kleine Kunstwerke erstellt, gemeinsam etwas repariert. All diese Handlungen zeugen von Selbstwirksamkeit. Und wenn die Kleinsten das mitbekommen, dann trägt das eben auch langfristig Wirkung. Wenn Kinder zum Beispiel in der Kindertagesstätte mitbekommen, wir feiern verschiedenste Feste, wir sprechen über verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, dann erleben sie das von Anfang an als ihren Alltag und als ihre Normalität. Und von daher stecken hier für BNE ganz, ganz zentrale Momente in der frühkindlichen Bildung. Und deshalb ist es auch richtig, wie auch schon im Vorfeld gesagt wurde, dass je früher wir anfangen, Kindern mit zukunftsrelevanten Fragen zu konfrontieren, desto besser. Die UNESCO hat 5 Handlungsfelder identifiziert, an denen sie bis 2030 schwerpunktmäßig arbeiten will. Und da geht es zum einen um die Kompetenzentwicklung bei Kindern und Erwachsenen. Es geht um die Stärkung junger Menschen, die Veränderung von Lern- und Lehrumgebungen und natürlich die Förderung nachhaltiger Entwicklung auf lokaler Ebene. Als ersten Punkt nannte sie aber einen anderen, und das ist die politische Unterstützung. Und daran arbeitet Fröbel. Ja, und da hat auch Christian Fabi angesetzt. Er ist Vorsitzender des kommunalen Trägers der Krippen und Kindergärten in Reggio Emilia, das ist in Italien. Die Stadt gilt als Wiege der Reggio-Pädagogik, deren Kernansatz es ja ist, Kinder nicht in Bildungseinrichtungen zu isolieren, sondern auf den Marktplatz zu bringen. Kinder sind in Reggio Emilia selbstverständlich und überall im öffentlichen Raum. Auf Plätzen und in Parks spielen sie Theater, diskutieren, basteln und gestalten. Und machen das, was normalerweise innerhalb von Bildungseinrichtungen stattfindet. Überall sind kleine Ausstellungen eigener Kunstwerke oder gesammelter Gegenstände zu sehen. Das haben wir in der Präsentation von Christian Fabi toll beobachten können. Bildung wird dort als Gemeinschaftsaufgabe verstanden. Und neben PädagogInnen sind Familien, Verwandte, Bürger und PolitikerInnen involviert. Aber welcher Aspekt ist dir denn von seinem Vortrag besonders in Erinnerung geblieben, Johanna? Ja, Christian Fabi sagte eben nochmal ganz deutlich, dass es eben nicht darum gehe, Kinder zu befähigen, ihre Zukunft zu gestalten, sondern dass sie jetzt schon Bürgerinnen und Bürger der Gegenwart sind. Also und dass sie auch ein Recht darauf haben, eben jetzt schon mitzugestalten. Und seinen Vortrag bebilderte er mit vielen Impressionen aus einer Kindertageseinrichtung in Reggio Emilia. Und die zeigten eben nochmal ganz deutlich, welche Dimension von Raum und Öffentlichkeit in diesem pädagogischen Ansatz steckt. Our approach involves also the community. It means that parents, family members, citizens, politicians are involved in education. There is an old motto from Africa that says that to educate a child you need an entire village. It's true. It's very true, and we know how important it is to have parents with us, first of all, but it's not enough. Because to make a change, we need all the families, all the community around preschools. We need a global community, as it was said a few minutes ago, and that's the way we can make the change. But we can make the change by starting to involve, as you see in the picture, the citizens in the activities that we do by bringing the children outside the preschool, outside the kitas, to meet with the community, because it's also a political message for the population to see the children in the square, to see the children in the road, to see the children in public spaces, because they belong to children as well. We used to say in Reggio Emilia that children are not the citizen of future, children are citizen of the present. Ich fand es sehr schön, dass Fabi gleich zu Beginn von seinem Vortrag eine wichtige Gemeinsamkeit in der Haltung von Pädagoginnen und Pädagogen in Reggio Emilia und bei Fröbel betont hat. Er sagte, wir hätten gemeinsam, dass es uns nicht darum geht, Kindern etwas beizubringen oder sie zu unterrichten, sondern ihnen zu erlauben, sich zu entwickeln. Das ist ja im Grunde auch das, was in der Kinderrechtskonvention festgehalten ist, die Johanna vorhin erwähnt hat. Apropos entwickeln, um die langfristige Verankerung von BNE in der Organisationsstruktur von Kindertageseinrichtungen ging es im Vortrag von Susanne Schubert von Innovego, im Forum Bildung und Nachhaltigkeit in NRW, und Ute Krümmel, sie ist BNE-Projektleiterin beim Haus der kleinen Forscher.
Die beiden haben maßgeblich den BNE-Referenzrahmen für frühkindliche Bildung erarbeitet. Was ist denn Ihre Idee? Wie kann es gelingen, BNE langfristig in die Bildungsarbeit zu integrieren? Ja, also indem BNE tatsächlich und ein ganz selbstverständlicher Bestandteil der alltäglichen Bildungsarbeit wird, und zwar in allen Bildungsbereichen. Ne? Also das beinhaltet dann die Sprachbildung, Bewegung, Mahlzeiten, Ernährung, also wirklich alles. Und wichtig sei, dass die pädagogischen Fachkräfte es jetzt nicht noch als ein zusätzliches Add-on, also noch eine weitere Aufgabe, so nach dem Motto jetzt auch noch BNE empfinden, sondern ganz klar ist, dass es eben niedrigschwellig beginnt und dass es einfach von Anfang an und überall mitschwingt. Und da sind ganz klar die Träger gefragt, also die Organisationsstrukturen, BNE bereits im Leitbild mitzudenken. Und es braucht vor allen Dingen Schlüsselfiguren. Ne? Einer fängt an, hat eine gute Idee und hat dann einfach auch die Möglichkeit und die Fähigkeit, andere mitzunehmen und zu begeistern. Und ja, so wird ein Schuh draus. Schlüsselpersonen können immer aus meiner Erfahrung heraus unterschiedliche Menschen sein, die dafür brennen. Und dann ist entscheidend, so diese Geduld zu haben, weil ich glaube, wir wissen alle, wie es ist, wenn man sich so bekehrt fühlt. Ne? Also da kommt einer wieder und hat alles so und sagt so, boah, wir müssen jetzt die Revolution machen. Und dann sitzen die anderen da und sagen, nee, müssen wir nicht. Also ich möchte gerne meine Sicherheit behalten. Und das ist, glaube ich, immer so der Punkt zu gucken, wie kann ich das gut aufbauen, dass die anderen mitgehen können, dass sie auch aus ihrer Komfortzone vielleicht zum Teil rauskommen, aber nicht sozusagen in ihre Panikzone irgendwie befördert werden, so, ne? Dass sie so sagen, das funktioniert nicht. Also von daher können die Schlüsselakteure an verschiedenen Stellen sein. Fachberatung ist wichtig, Träger, die das unterstützen, sind wichtig, Eltern, die mit unterstützen können. Also von daher, glaube ich, kann es jeder sein. Es braucht den Resonanzboden dann auch, dass es wachsen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann im Grunde jeder und jede in einer Organisation so eine Schlüsselfigur sein. Ute Krümmel sprach aber auch noch von einem anderen Gelingensfaktor, und zwar einem bestimmten Führungsverständnis. Sicherlich profitiert eben die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung ganz deutlich von einem Führungsverständnis, das sich als Leadership versteht. Dass also selbst die Werte einer Bildung für nachhaltige Entwicklung der Nachhaltigkeit auch lebt. Also auch im Führungsverhalten durchaus nach den Werten Gerechtigkeit, Wertschätzung der natürlichen Ressourcen agiert. Lass uns nochmal zurückspringen, Johanna. Du hast einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt in der Pause nach dem sehr bildreichen und eindrucksvollen Vortrag von Christian Fabi aus Reggio Emilia mit einem kleinen Interview überfallen. Wie waren denn die Reaktionen? Ach, die waren durchweg positiv. Das war total schön, aber wir können ja mal reinhören. Mir ist nochmal in ganz besonderer Weise deutlich geworden, wie wichtig es ist, die Kinder in den öffentlichen Raum zu bringen, um nochmal klarzumachen, dass es um ihre Zukunft geht und dass die Kinder auch in der Lage sind, diese Zukunft zu gestalten und dass wir über Bildung für nachhaltige Entwicklung die Kinder handlungsfähig machen können. Ich arbeite in der Erzieherausbildung und ich nehme mit, wie wichtig es ist, dieses Thema jetzt in der Ausbildung auf ganz breiter Ebene zu verankern und das in allen Lernfeldern auch zu unterrichten, aber eben mit diesem positiven Zugang und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Ja, und ähnlich äußerte sich dann auch ein Gast vom Caritasverband im Bistum Aachen. Also die Regio Pädagogik, wo es ja den Vortrag zu gab, die ist bekannt gewesen, aber diese Blickwinkel auch nochmal zu nehmen, alles von drinnen nach draußen zu verlagern und da auch flexibel mit den Materialien umzugehen, denke ich, ist auch nochmal so ein Aha-Erlebnis nochmal gewesen, um hier in Deutschland in dem Bildungssystem auch nochmal so ja zu ermutigen, auch einfach mit anderen Strukturen oder mit mehr Flexibilität auch in der Raumgestaltung den Kindern die Lebensräume so zu ermöglichen. Gefreut hat mich, dass der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Müller aus NRW viele Impulse mitnehmen konnte und, wie er sagt, mit seiner Partei besprechen möchte. Also wenn ich mal mit Blick auf die Debatten gucke, die wir jetzt auch im Landtag übers Kiebitz führen, wo wir solche Sachen häufig gar nicht mitdenken, die einfach gar nicht mitgedacht werden und deswegen auch gar nicht finanziert werden und es häufig sehr vom Zufall auch abhängt, wie intensiv sich damit Träger wie Fröbel zum Beispiel beschäftigen. Es tut ja Fröbel ganz intensiv, aber viele tun es halt auch nicht, weil sie die Möglichkeiten gar nicht haben. Und das ist so ein Punkt, den ich auch nochmal mitnehmen würde, wie sehr wir das auch nochmal sehr stark in der Kita-Gesetzgebung auch auf Landesebene verankern müssten. Nachhaltige Bildung kostet auch nicht nur Ressource Geld, sie kostet zum Beispiel auch die Ressource Zeit. Das war ja heute auch nochmal Teil auch einer Frage oder Teil der Vorträge, dass man natürlich auch ein Stück weit Zeit und Geduld und Muße haben muss, das einfach umzusetzen. Apropos Muße. Ja, und so viele Impulse
brauchen dann eben auch ein stabiles Fundament im Magen. Also der Mehrwert dieser Veranstaltung war, dass alles ineinander passte. Sowohl die inhaltlichen Darstellungen zum Thema, die Räumlichkeit und dann das Mittagessen. Ich finde, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man erlebt, dass es möglich ist, wenn man zu einem Thema kommt, dass dann auch die anderen Dinge wie Raum, wie Essen zusammenpassen, inhaltlich zum Thema. Und das fand ich war äußerst gelungen, gerade nach einer Zeit, wo viele ja anderthalb Jahre nur gewohnt waren, sich nicht mehr zu sehen und nicht mehr sich direkt auszutauschen. Ja, das war Norbert Hocker aus dem Aufsichtsrat von Fröbel. Und der hat früher auch viele Jahre schon mit Susanne Schubert von Inovego zusammengearbeitet. Und die beiden haben eigentlich angefangen, das Thema überhaupt salonfähig zu machen. Und er freut sich, dass es heute ja solch große Veranstaltungen wie das Plenum eben gibt zu diesem Thema und dort gute Netzwerke zustande kommen. Und im Netzwerk sieht auch diese Teilnehmerin den großen Mehrwert. Der Austausch einfach auch mit verschiedenen, ja, also einfach zu Netzwerken, das war einfach auch nochmal sehr spannend, definitiv auch zu sehen, dass wir eigentlich alle für diese Thematik brennen, aber dass auf jeden Fall der Bedarf da ist, das noch ein bisschen mehr in Konzeptionen und so weiter einfach auch mehr festzuhalten, damit da auch eine gewisse Handhabung auch für da ist und dass es eigentlich niederschwellig sein muss, damit das auch wirklich, ja, sich verbreiten kann, diese Thematik. Ich arbeite im Bereich der Qualitätssicherung und Fortbildung, dementsprechend ja, Fortbildungen in die Kitas zu geben und da auch was zu erarbeiten, was halt auch mit den Trägerwerten trotzdem einhergeht, ne? Weil man muss niederschwellig das Ganze anfangen. Ja. Ja, bewegend fand ich auch das Statement von zwei Erzieherinnen aus Euskirchen, die nach der Flutkatastrophe in NRW Inspiration für den Wiederaufbau zerstörter Kitas hier fanden. Ich glaube auch nochmal dieses Thema Raumgestaltung hatten wir eben. Das ist für den Kreis Euskirchen und den Wiederaufbau der Kitas natürlich ein Riesenthema. Und das hat nochmal super Anreize gegeben, nachzudenken, wenn man jetzt sowieso nochmal von Grund an neu denken muss, warum nicht gleich auch nachhaltig, ne? Und viele Rückmeldungen waren eben auch, dass die Praxisbeispiele so schön waren und sie daraus irgendwie Inspiration mitnehmen konnten. Wo die ganz konkreten Erfahrungen aus den und Projekte aus den Kindergärten, Kindertageseinrichtungen geschildert wurden, wie tatsächlich vor Ort Kinder hineingenommen werden in diesen ganzen Prozess der Nachhaltigkeit und für sich selber entdecken können, wie selbstverständlich, wie im Kern unser Leben und ihre Lebenswelt gestaltet werden kann und auch die Wirksamkeit gegeben ist, wenn das so pädagogisch angelegt ist, wie das jetzt im Grunde genommen hier vorgetragen wurde. Und eine Teilnehmerin hat, wie ich finde, auch noch ein sehr wichtiges Stichwort geliefert. Wie kommen wir wieder raus aus diesem Karussell von, habe ich schon die Hände desinfiziert, haben alle ihre Masken, welche Regel haben, müssen wir gerade aktuell einhalten. Zusätzlich zu dem Karussell, was wir sowieso schon irgendwie alle kennen, was dort einmal so als technische Prozesse bezeichnet wurde. Wenn es eine Sache gibt, die es braucht, um tatsächlich diese Gelassenheit zu haben, über diesen kleinen Erdbeeraugenblick, über den wir gesprochen haben, da in dem Moment wirklich die Zeit zu haben, sich aufs Kind einzulassen, dann ist das Mut. Weil wenn ich das wirklich mich darauf einlasse und sozusagen wach in dem Augenblick bin, dann bedeutet das, ich werde drei andere Sachen, die eigentlich zu meinen Pflichten des Alltags gehören, werde ich in dem Augenblick nicht schaffen. Und das dann selber eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, das ist das, was wichtig ist, dass ich jetzt beim Kind bin und dass wir zusammen dieser Frage nachgehen, ja, dafür braucht es dann Mut. Ja, es braucht Mut und Kooperation. Ich will mal das Motto des Fröbel-Kindergartens Pfiffikus zitieren. Niemand kann alles, einige können viel, zusammen erreichen wir das Ziel. Ja, schöner Reim. Genau, auf den Anfang kommt es an und ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende, oder? Ja, danke Johanna. War ein schönes Gespräch mit dir und danke fürs Zuhören. Danke, tschüss.